und herzlich willkommen zur mittlerweile vierten Folge, vierten oder dritten Folge, heute. Ja, wir sind letztes Mal hier stehen geblieben. Wir müssen noch die Ballen einsammeln und dann gehen wir dreschen. Da wo ich ja das Video aufnehme, da war gestern der Livestream. Ja. Wenn es euch gefällt, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da. Würde mich sehr freuen, wenn wir hier auf das Video die 20 Daumen nach oben schaffen. Und ich die Bank kaputt war. Aber den Zaun, das geht sowieso nicht kaputt, von daher. Wir produzieren dann noch Videos vor. Also Minecraft-Videos. Da könnt ihr auch gerne mal vorbeischauen. Oder auch Arbeit. Aber jetzt sind wir gerade nicht in Minecraft, sondern in Elvis 19. Unser Ersatzhof. Da lege ich, glaube ich, die Beine. Das Feld war ja dort drin. Das Feld war da hinten. Dann, das werden sicher mehr Beinbäume sein, mehrere. Dann mal ausklappen und Beine. Falsche Seite. Und dann zack. Oh Mann. Immer diese Minecraft-Freunde. So, ihr seht ja gar nicht, wie viele Beine. Wir haben 6 Beine. Upsi, vorbeigefahren.
ganz kleine Geräte meines Meins haben manchmal sowas. Und hier ist ein großer Fan, hat sowas nicht. Ist eigentlich schon ein bisschen komisch. Aber naja, das ist alles 19 Logik. Oder Weltlogik. Schon wieder falsch. Oder dann wird das doch nur ein Weinbein. Ich dachte, das wären 2 oder 3 oder 4, weil das so viele Ballen sind. Aber wir haben erst gerade mal 14 Ballen oben. Und es passen, glaube ich, 24 oder 25 drauf. Dann passen ja doch noch ein paar drauf. Jetzt haben wir 16 oben. Ich glaube, das wird doch nur einer, weil hier liegen nur 5 Ballen. Und jetzt liegen nur noch 3. Oder? Nein, jetzt 3. Ich nehme das Ganze am 19. auf. Am 19.12. und das ist, und das waren gerade 19 Ballen. Hört euch mal die Hupe von dem Ding an. Ich weiß, ist vielleicht nicht so realistisch, aber egal. Ich hupe ja auch nicht so oft. Ich die Ballen ab und dann ja, dann würde ich sagen, räumen wir den Hof auf, also die Maschinen, die was da rumstanden. Ich würde sagen, wir legen die Ballen da hinten ab. Hier ist nämlich so eine schöne Fläche. Und dann legen wir sie ab. Mal sagen, so passt. Und, nein. Hilfe. Ich hab den falschen Knopf gedrückt. Mann. Dann entladen. Mamma mia, Pizzeria. An der Stelle entfernen. Ja, also ihr habt es gar nicht gesehen. So, zack. Und dann können wir zum Hof fahren. Dann glaube ich, ist die Folge schon zu Ende.
wenn wir den Big M und alles eingebaut haben. Also haben wir nicht sehr viel in der Folge geschafft. Egal. Wir haben ja mehr Zeit. Zeit ohne Ende. Dass auf den Hut auch mal was kommt, stelle ich jetzt den Heilwagen hier rein. Bauern brauchen, also, ist jetzt, Bauern brauchen einen fairen Preis. Ja, 40 Cent kannst du dir kein 15,50 kaufen. Aber also ich würde da schon 1 Euro verlangen. Weil so ein Traktor und so ein Mäsel ist nicht so günstig. Denken vielleicht manche, aber ist es überhaupt nicht. Weil zum Beispiel der Big M hier, der kostet im LS19 über 400.000. Mit 40 Cent kannst du dir kein Big M kaufen. Außer jeden Tag kommen 1000 Gäste. Über 1000 und kaufen Milch. Dann kriegst du schon viel mehr. Aber keine Ahnung. Hilfe. Hat ein bisschen gelegt. Leg. Merkt ihr es? Ja, ich glaube, er merkt es nicht so richtig. Und dann werden wir in der nächsten Folge dreschen. Nicht vorwärts rein. Schön rückwärts. Okay. Der hat doch da reingepasst. Oder bin ich einfach nur zu dumm? Bis der John Deere mal geladen ist. Ah, jetzt. Kann man weiterfahren. Ich finde die Federung so cool. Wie man das richtig hört. So, und ihr habt ja noch gar nicht gesehen, was ich heute für eine Matte dabei habe. So, jetzt sehen wir uns mal von außen. So sieht mein Skin aus. Eigentlich habe ich immer ein blaues Schild, aber keine Ahnung, was da heute passiert ist. Eigentlich habe ich auch noch ein blaues.
in der nächsten Folge, da habe ich ein blaues. Weil heute nehme ich ja nur eine Folge auf, vielleicht auch. Ja. Ich muss dann noch ETS, glaube ich, aufnehmen. Weil sonst habt ihr keine ETS in der Woche. Und dann fangen wir mal die Beinpresse da rein. Und das Tor zu öffnen. Ich bin gerade maximal verwirrt. Und das Tor kann ich jetzt nicht mehr schließen, oder was? Ich bin maximal verwirrt. Und das Tor kann ich jetzt nicht mehr schließen. Und das da? Dann stelle ich halt den Zombie da hinten rein. Und dann, ja, meine lieben Zuschauer, das soll es dann gewesen sein mit der Folge. Ja, haben nicht sehr viel geschafft, aber egal. Bye bye, euer Gamer Castro.